Herzlich willkommen bei Motorwoche, heute mit dem Skoda Karmic. Neben Kodiaq und Karoq rundet der Karmic das Angebot der SUVs bei Skoda nach unten hin ab. Mit einer Länge von 4,24 m ist der Karmic genauso lang wie ein VW T-Roc und gut 10 cm länger als der Konzernbruder Seat Arona. Vom Design her unterscheidet er sich sichtlich von seinen größeren Brüdern. Auffälligstes Merkmal sind die abgesetzten LED-Tagfahrleuchten und die runden statt eckigen Rathäuser. Gegenüber dem Scala ist der Karmic mit einem 12 cm kürzeren Überhang deutlich kompakter. Das Cockpit ist vom Skoda Scala bekannt, im Karmic sitzt man allerdings 4 cm höher. Das Platzangebot ist überdurchschnittlich gut und selbst auf der Rückbank hält man es auch auf längeren Strecken aus. Der Kofferraum bietet 400 bis 1395 Liter Platz. Wir haben uns für den Topmotor im Karmic entschieden, den 1,5 Liter Turbobenziner mit 150 PS und einem Drehmoment von 250 Newtonmetern. Mit dem serienmäßigen 6-Gang-Schaltgetriebe braucht er 8,3 Sekunden auf 100 km/h und schafft 213 Spitze. Verbrauchen soll er nur 4,8 Liter auf 100 Kilometer. Neben dem 1,5 Liter gibt es noch einen 1 Liter Dreizylinder TSI mit 95 oder 115 PS sowie den 1,6 Liter TDI mit 115 PS. Seit kurzem wird er auch noch als Erdgasvariante angeboten. Der Basispreis für den Karmic liegt bei 18.500 Euro. Unser Testwagen kratzt an der 35.000 Euro Marke. Vor einem halben Jahr sind wir Scala gefahren und jetzt sitzen wir etwas höher. Genau, wir sind unterwegs im Skoda Karmic, dem kleinsten aktuellen SUV von Skoda, der auf der Plattform MQB A0 basiert, also so wie der Polo und auch der Skoda und auch der T-Cross, aber von der Größe her eher dem T-Roc ähnelt, nämlich der Nummer größer. So ist ja auch beim Skoda. Der Skoda ist ja auch eher fast so groß wie ein Golf, obwohl er auf der Polo-Plattform basiert. Richtig. Und das macht das Fahrzeug ziemlich platzmäßig recht ordentlich, finde ich. Ja, also es fühlt sich wirklich gerade im Innenraum auch recht üppig an und fühlt sich nicht so an, als ob es der kleinste SUV von Skoda wäre, sondern nee, eher so eine Mittellage, ne? Und es gibt bestimmt noch was Kleineres, aber es ist der kleinste und er fühlt sich wirklich sehr erwachsen und sehr groß an. Ja, richtig. Auch die Kopffreiheit hier mit dem Panoramadach ist wirklich grandios. Also da passt auf jeden Fall die ganze Faust dazwischen. Ja. Und ich kann mir auch wirklich ganz gut vorstellen, damit wirklich eine lange Strecke zu fahren. Ne? Ja. Selbst wir zwei jetzt, wenn wir hier vorne so sitzen, ne, ganz normal. Jetzt, wenn wir jetzt zu zweit wegfahren würden, würden die Rückbank umklappen. Ey, dann könnten wir locker für 2 Wochen auch Gepäck mitnehmen. Ja. Also echt cool. Passt echt ja auch cool. Über 1300 Liter rein, wenn wir die Sitze umklappen. Und das ist wirklich eine Hausnummer. Ja. Wir fahren den 1,5 Liter Benzinmotor mit 150 PS und 250 Newtonmeter, den wir auch aus dem Konzern so schon sehr gut kennen. Und der auch sehr gut in das Auto passt. Es ist jetzt nicht übermotorisiert, aber es reicht auf jeden Fall aus, um eine Spitzengeschwindigkeit von 213 laut Skoda zu erreichen. Ich schaffe leider nur 211 bisher. Ja. Ja, man muss wirklich anscheinend ein bisschen Rückenwind haben, um das zu erreichen. Also 211 Tacho war das höchste, was ich bis jetzt geschafft habe, aber ist trotzdem noch vollkommen ausreichend für so einen kleinen SUV. Und wenn wir mal ehrlich sind, mehr wie 180 bei einer Reise fährt man eigentlich eh nicht. Normalerweise fährst du sogar eher nur 130, 140. Ne? Und also 180 macht er sehr locker. Ab 180 wird es natürlich ein bisschen dünn, die Luft, weil halt einfach auch das Volumen vom Motor relativ gering ist. Aber wie gesagt, reicht vollkommen aus. Und er braucht ja auch nur 8,3 Sekunden auf 100 und das ist schon richtig fix. Liegt aber auch daran, dass er nicht so schwer ist. 1260 Kilogramm ist für ein SUV echt sehr wenig. Das stimmt. Und das kommt auch der Sportlichkeit zugute, denn man muss ganz ehrlich sagen, obwohl Skoda normalerweise eher auf der Komfortseite zu Hause ist, kann er, wenn man hier über den Drive Dynamic Schalter in den Sportmodus geht, auch ganz cool um die Kurven flitzen, das muss man ganz ehrlich sagen. Da macht natürlich Gewicht immer so ein bisschen was aus und das ESP ist auch sehr gut adaptiert. Also bei vielen Fronttrieblern ist es natürlich so, wenn man um enge Kurve fährt, ist er nur am Scherren, auch mit 150 PS hier ist das normalerweise schon der Fall. Aber das ist wirklich ganz gut adaptiert und man kann ihn auch ein bisschen zackiger bewegen, was für ein Skoda und für eigentlich ein kleines Familienauto echt ganz cool ist. Was man auch noch über den Frontantrieb sagen muss, ist, dass es ihn nur mit Frontantrieb gibt. Denn da er auf dieser kleineren Plattform basiert, nicht auf der T-Roc-Plattform, den es mit Allrad geben würde, sondern auf der T-Cross-Plattform, ist es auch hier so, dass er trotz der größeren Größe nur mit Frontantrieb verfügbar ist. Was es aber natürlich gibt, ist ein 7-Gang-DSG. Das haben wir hier nicht verbaut, sondern ganz normaler 6-Gang-Handschalter. Ja.
fühlt sich ganz knackig an, ja, finde ich. Ist die typische VW-6-Gang-Handschaltung, die man so eigentlich aus jedem Auto kennt. Fühlt sich knackig an, fühlt sich gut an, rastet gut ein. Und ja, ich vermisse kein DSG. Klar, es ist nochmal ein bisschen angenehmer, aber wenn man den Preis ein bisschen drücken will, dann kann man da auf jeden Fall auch auf den Handschalter setzen. Was den Verbrauch angeht, macht der Handschalter auch hier jetzt nicht so einen großen Unterschied zum DSG. 0,2 Liter soll er laut Angabe weniger verbrauchen und somit haben wir hier eine Angabe von 4,8 Litern. Für einen Benziner wirklich sehr wenig. Ja. Und auch im realistischen Wert von 6 Litern ist das eigentlich echt ein knackiger Wert, weil wir haben hier 150 PS. Das ist echt sehr angenehm. Genau. Wir haben natürlich auch Zylinderabschaltung. Das heißt, bei Teillastbetrieb fährt das Auto nur auf 2 Zylindern, was man dann mit einem kleinen Eco-Symbol hier vorne im Tacho angezeigt bekommt. Und dadurch schafft er auch tatsächlich relativ wenig zu verbrauchen. Ich habe es geschafft, ihn zwischenzeitlich mit 5,5 Liter zu fahren, was wirklich sehr gut ist. Im Alltag sind es aber eher zwischen 6 und 6,5 Liter, was aber für meine Meinung trotzdem noch vollkommen okay ist. Den Innenraum kennen wir eigentlich schon so vom Scala, das ist ziemlich ähnlich hier. Was mich aber sehr überrascht hat, dass die Verarbeitung doch deutlich besser ist als beim T-Roc. Ja, die Verarbeitung ist echt gut, obwohl er ja eigentlich eher auf der kleineren Plattform basiert, fühlt er sich von der Verarbeitung fast so gut oder sogar noch einen Tick besser an als das größere Modell. Und das ist wirklich echt Wahnsinn. Skoda haut da wirklich wieder richtig einen raus. Simply Clever Features sind natürlich auch wieder überall am Start. Und zum Innenraum muss man wirklich nochmal sagen, wenn ihr das Auto konfiguriert, setzt auf jeden Fall auf das Active Info Display. Das ist so ein krasser Unterschied und das macht so viel Komfort aus. Und auch viele, die so ein bisschen strittig noch gegenüber eingestellt sind, probiert es einfach mal aus, weil ich glaube, es wird euch überzeugen. Ein neues Feature, was leider hier noch nicht verbaut ist, ist auch die neue Sprachsteuerung. Die heißt dann Laura. Wir haben sie leider nur im Octavia testen können und da war sie schon wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zum Wichtigsten, das ist natürlich der Preis. Der Kamiq startet bei 19.000 Euro und so wie wir ihn hier fahren, liegt er bei einem Listenpreis von knapp 35.000. Genau, es gibt noch einen kleineren Motor, den 1 Liter Dreizylinder. Wenn man natürlich jetzt wirklich in die günstige Richtung gehen will, dann kann man den natürlich auch nehmen. Mit dem Motor und mit der Ausstattung bei 29. Ja, also 29.000 ist realistisch. Ja, der Kamiq ist ein Auto, das in seiner Klasse doch schon ziemlich an der Spitze ist. Viel Platz, geräumig ist er, er ist praktisch und auch noch sehr verbrauchsarm. Mir gefällt er ziemlich gut. Vor allem als Monte Carlo wird er mir sehr gut gefallen, weil er dann noch ein bisschen sportlicher aussieht. Die Sitze sehen echt cool aus. Ja. Und preislich liegt er auch eigentlich auf einem normalen Niveau. Genau. Und wenn euch das Auto auch gefallen hat und vor allem das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und vergesst natürlich nicht in die Kommentare zu schreiben, wie ihr ihn im Vergleich zu den Konkurrenten seht und was eure Meinung zu dem Auto ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.